Hi Leute, ich bin's, Paya, und damit willkommen zurück zu Format ohne Intro, zu den wundervollen Paya News. Heute geht es wohl weiter mit Episode 13, müsste es inzwischen sein, also 13 Wochen auf YouTube. Und jetzt inzwischen auch schon über 3 Monate. Und für die ganzen Neuen, in diesem Format rede ich einfach über Sachen, die in letzter Woche passiert sind, egal welches Bereich, also welche Bereiche, also mein Kanal, privat und andere Sachen. Auf jeden Fall, wie ihr schon vom Titel her aus lesen könnt, bin ich von Selbstzweifeln geplagt. Und was soll ich sagen, damit wollte ich auch schon mal anfangen, das hat mich in letzter Woche tatsächlich beschäftigt. Immer vom Schlafen gehen habe ich immer dieses Gefühl gehabt, ich mache irgendwas falsch. Ich weiß zwar nicht was, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache irgendwas falsch oder schlecht. Denn ich habe es auch in einem anderen Stream, also im Community-Stream, angesprochen, dass ich denke, dass die YouTube-Streams für viele schlechter sind als die Insta-Streams. Also von den Bereichen her. Und das hat mich immer so zum Denken angeregt. Was mache ich falsch? Wenn viele sagen, boah, die Insta, also privat, wenn die mich auf Insta oder auch auf Discord anschreiben, sagen viele, boah, deine Insta-Streams damals waren ja richtig krass. Es gibt mir immer so dieses Gefühl von, was mache ich falsch? Also ich kann mir vorstellen, das haben wir auch schon im Stream thematisiert, dass es daran liegt, dass viele halt dieses Gefühl davon haben, beziehungsweise, dass viel weniger gesprochen wird in den, also weniger Themen angesprochen werden in den Streams, was auch stimmt, und generell weniger Real Talk stattfindet. Deswegen, ich glaube, dass diese Streams hier, also auf YouTube, von der Qualität, also von der Qualität, Videoqualität und so besser sind, aber vom Commentary her schlechter sind. Also das hat mich so angeregt und hat mir irgendwie so Selbstzweifel gegeben, dass ich irgendwas falsch mache. Und dass ich eigentlich vieles falsch mache. Und ja, das wollte ich hier nochmal kurz anmerken, denn das zerstört mein Gehirn schon seit 2 Tagen, beziehungsweise seit 3 Tagen schon. Also ich denke wirklich sehr, sehr viel nach darüber momentan. Und das auch nicht nur YouTube betreffend. Also Selbstzweifel zerstören gerade mein Mind. Ja. Yeah. Nur zur Info. Aber kommen wir mal zu etwas positiveren Sachen. Denn die letzte Woche war auch eine ganz gute Woche, wie ich finde. Denn Pokémon Heart Gold ist zurückgekehrt am wundervollen Donnerstag. Der Part kam ganz okay an. Es war auch ein Donnerstag, also passt das schon. Und es wurde mal wieder geclaimed. Auf jeden Fall bin ich froh, dass es gut angekommen ist. Danke dafür. Und was soll ich sagen? Es war ganz nice, wieder Heart Gold auf dem Kanal zu haben. Und ich werde es versuchen, diese Woche häufiger zu bringen, denn einmal die Woche ist nicht gut. Denn das ist wirklich nicht gut. Dasselbe gilt auch für die Livestreams. Ich muss wieder mehr A Link to the Past bringen. Also es kam nur einmal A Link to the Past. Diese Woche wird sehr viel A Link to the Past kommen. Denn das LP neigt sich dem Ende zu und da müssen wir schon etwas reinhasseln, damit es spätestens in 2 Wochen fertig ist. Denn ich habe ein neues LP geplant, womit ich starten möchte. Aber ich möchte auch nicht Link to the Past übereilen. Also es wird ganz ruhig weiterlaufen, alles so ganz entspannt. Und dann wird ein neues LP starten. Und ja, kommt auch ganz okay an. Also ganz solide für meine Verhältnisse natürlich. Dann kam meine Reaction zur Xbox Game Show, also meine Meinung sage ich dort auch. Kam auch ganz gut an. Hat vielleicht den Heart Gold Part etwas zerstört, weil es kurz danach kam, aber juckt mich nicht. Aber auf jeden Fall kam noch ein weiteres neues Projekt, ein Community Stream. Die Qualität war kacke. Es liegt auch daran, dass ich leider nicht fertig geworden bin, aber ich werde mich diese Woche dran setzen, so richtige 10 von 10 Übergänge mit Layouts zu machen. Also seid gespannt, was ich so herbeizaubern werde. Also so ein paar Sachen sind geplant für dieses Projekt. Also ich will so ein paar qualitative Unterschiede machen und verbessern. Und er kam auch richtig gut an, auch wenn der Stream eher kürzer war. Und viele dachten, ich hätte den Stream wegen einem Rage Quit abgebrochen. Nein, habe ich nicht. Es hatte ganz einfach den Grund, dass ich versucht hatte, den Stream zu beenden. Also ich wollte ihn beenden und wollte so einen Joke einbauen. Aber das habe ich nicht gemacht, weil ich zu lost dafür war. Deswegen habe ich es auch nicht
gemacht. Leider. Beziehungsweise ich hab's gemacht, aber ich war gemutet und deswegen hat's nicht funktioniert und jeder dachte, ich hätte ihn abgebrochen. Ich war mal wieder lost. Und dann haben wir auch das dreimonatige Jubiläum von YouTube gefeiert, also vom Kanal besser gesagt. War auch ganz nice, kam auch sehr gut an, muss ich wirklich sagen. Und hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht, die ganzen Tests durchzumachen. Da gab's sogar Real Talk. Und ja. Und by the way, nochmal zum Thema Selbstzweifel, mit, dass die Sachen nicht mehr so gut sind. Schreibt mir gerne rein, warum. Also es bringt mir nichts, wenn ihr nur sagt, ja, damals warst du besser. Sagt mir, was genau damals besser war. Nur zur Info. Auf jeden Fall kam sonst nichts Besonderes. Doch. Es kam ein Vlog und holy shit. Ich sehe gerade, dieses Video kam sehr, sehr gut an. Mit 42 Aufrufe. Und auch einer sehr guten Watchtime. Muss mal sagen, danke Leute. Und auch mit einigen Kommentaren. Also es hat 42 Aufrufe und ich muss sagen, ja, freut mich wirklich sehr. Ist schon für meine Verhältnisse krass, also überdurchschnittlich. Generell, die Videoszahlen steigen langsam immer mehr an, was mich freut. Vor allem, dieses Pokémon Smile Video von vor ein paar Wochen ist richtig krass angekommen, wie ich hier sehe. Und auch der Vlog und generell auch die Pioneer News kam auch sehr gut an. Naja. Aber ich habe noch ein paar positive Nachrichten, also abwegs von den ganzen Selbstzweifeln so. Und zwar wird bis zur nächsten Woche eine andere Qualität auf dem Kanal kommen. Denn ich habe mir ein Mikrofon bestellt und mit dem ganzen Setup. Und das heißt, wir haben dann bald endlich ein richtiges Audio-Setup. Ich hoffe nur, dass das Mikrofon gut ist. Und dann wird hier easy alles durchgerockt. Dann haben wir eine gute Audioqualität, zwar immer noch keine gute Kameraqualität, aber das wird auch noch kommen, wenn die Kamera wieder verfügbar ist. Und dann auch so ein geiles Spiel, was wir bald spielen werden. Ich sag noch nicht was, aber seid gespannt. Ich arbeite gerade an dem Let's Play und generell auch, um die Community-Streams zu verbessern. Und nutzt das zur Info. Dann kommen wir mal zu den wundervollen Zahlen. Was soll ich zu denen sagen? Es sind 3 Abonnenten dazugekommen. Wir sind jetzt 103, was mich mega freut. Danke an jedem, der abonniert hat. Und ansonsten hat sich eigentlich nicht so viel getan bei den Zahlen. Ja. Was mir aber aufgefallen ist, dass viel mehr Leute jetzt Kommentare schreiben, was mich mega freut. Also in manchen Videos sind es 17 Kommentare, manche 8. Also immer so 8 bis 17 Kommentare. In manchen Videos gar keine, aber passt schon. Muss ich wirklich sagen. Ja, also es geht wieder bergauf. Also es ging die ganze Zeit bergauf, was laber ich da? Es geht weiterhin bergauf, so muss man es ausdrücken. Nicht wieder, sondern weiterhin. Und dafür muss ich mich mal danken. Und ja, es ist ein kürzeres Video gewesen, wahrscheinlich, ja, 8 Minuten. Daher sage ich mal, ciao. For now, und wir sehen uns bald wieder, denn es wird diese Woche noch ein paar Projekte geben. Unter anderem wird am Dienstag wahrscheinlich Hard Gold kommen, Mittwoch A Link to the Past, Donnerstag Hard Gold, Freitag A Link to the Past, Samstag Community Stream und Sonntag vielleicht die neue LP-Ankündigung, wenn ich schon bereit bin dafür, oder schon wieder Hard Gold. Und bis dahin wünsche ich euch allen eine schöne Woche und wir sehen uns bald. Wieder!